Gitarre. Genau, vielen Dank auch bei Stefan. Genau, ich möchte natürlich auch ein ganz, ganz herzliches Moin und Hallo und herzlich willkommen sagen. Vielen Dank, dass ich in meiner Traumlocation der alten Druckerei lesen darf. Davon habe ich tatsächlich geträumt, seit ich wusste, dass ich den Sommer hinschreiben werde. Vielen Dank an die Bieker Buchhandlung, dass Sie das möglich gemacht haben. Jetzt geht erstmal die ganze Danksage rein. Das ist ganz toll, dass Norma heute Abend mich, also wir machen das sozusagen im Dialog. Und ganz herzlichen Dank an alle meine Leser, die teilweise sehr, sehr weite Wege auf sich genommen haben, um heute Abend hier zu sein. Das ist was, was mich immer noch total umhaut. Und ich habe eigentlich auch so eine kleine Träne im Klopfloch und ich hoffe, ich hole mich jetzt gleich wirklich los. Ja, und um mich so ein bisschen warm zu laufen, habe ich hier Julia Ehrenberg, die ist auch so nett und unterstützt mich ein bisschen, ist eine sehr bekannte Bloggerin und hat sich ein paar Fragen überlegt, mit denen sie mich jetzt mal gleich ein bisschen, glaube, auflockern wollte. So eine kleine Einstimmung schon mal. Genau, damit sie so ein bisschen, auch vielleicht, die mich nicht kennen, wissen, wer ist wie eigentlich die hier so heute. Genau, worum ist die heute hier. Und deswegen, vor dem Quer-Roman hat Gabriella auch schon einen Roman geschrieben, der Bambum spielt zum Beispiel, und zwei, die auf Sylt spielen, ist also durchaus nicht ihr erster Inselroman, jetzt also Quer. Und deswegen jetzt gleich meine erste Frage an Gabriella. Warum jetzt also Föhr? Was magst du an Föhr? Und was war auch anders an Föhr als jetzt an Amrum, Sylt? Wie kam es zum Schauplatz? Ja, ursprünglich habe ich ja zwei Sylt-Romane geschrieben und dachte, so Sylt ist ja ganz schön. Dann war natürlich ganz klar, Amrum gehört auch dazu. Und dann war sozusagen als letztes Föhr übrig. Und ich muss sagen, ich kannte Föhr vorher nicht. Und dachte so, ja, um eine Trilogie zu vervollständigen, fahre ich mal nach Föhr. Das war vor 3 Jahren. Und ich habe irgendwie meinen Fuß auf diese Insel gesetzt und es gibt ja dieses Schlagwort Föhr verliebt. Das hat mich tatsächlich, diese Liebe hat mich direkt schon am Hafen quasi erfasst. Eine Liebe, die ich jetzt gar nicht so richtig begründen kann, das ist ja eine Frage des Herzens. Und irgendwie hat diese Insel zu mir gesprochen und immer mehr, je häufiger ich hier war. Ich habe dann gemerkt, ich habe meine Rechercheaufenthalte unendlich ausgedehnt, habe immer wieder Begründung gefunden, warum ich jetzt nochmal nach Föhr kommen muss. Und ja, das war Liebe auf den ersten Blick und ich hoffe auch umgekehrt. Ja, mein Leben. Das heißt also, der Schauplatz war vor der Handlung da oder ist eigentlich erst die Handlung da und dann überlegt man sich, wo könnte sie spielen? Tatsächlich war erstmal der Schauplatz da, aber da musste ich auch mal gucken, erzählt mir die Insel irgendwas. Also ich bin jemand, der sehr stark aus Örtlichkeiten seine Geschichten entwickelt. Also ich gehe dann spazieren, ich gucke mir Dinge an, ich lausche, ich beobachte ganz viel und da war ganz schnell irgendwie, diese Geschichte wollte irgendwie Briefe, es sollte was Magisches sein, sollte um das Thema gehen, ein bisschen Verstand gegen Bauch und Herz oder mit, je nachdem. Und ja, plötzlich war sie da, die Geschichte des Zugvogels, wurmstichigen Bretterboden und die windschiefen Regale mit Tims ausrangierten Büchern und Schallplatten nach dem Koffer ab. Oh Gott, was für ein Chaos. Plötzlich erregte das Cover einer LP der berühmten Jazzsängerin Billie Holiday meine Aufmerksamkeit und ich zog die Platte vorsichtig heraus. Die auf Vinyl gepresste Aufnahme stammte aus dem Jahr 1938, also lange bevor Tim und ich geboren waren. Ich überflog die Titel auf der Rückseite und stieß auf den Song You Go To My Head. Sofort ertönte in meinem Kopf eine wunderbar sanfte, zärtliche Melodie und ich begann erst zu summen und dann leise zu singen, während ich am ganzen Körper Gänsehaut bekam. Als hätte ich dieses Lied erst gestern gehört, sang ich You go to my head with a smile that makes my temperature rise like a summer with a thousand Julys. Es erinnerte mich an meine Kindheit, als ich diese Platte häufig bei meinen Großeltern gehört hatte. Mein Opa war ein großer Jazzfan gewesen und meine Oma eine glühende Verehrerin von Billie Holiday. Zu diesem wunderschönen Liebeslied hatten die beiden immer getanzt, wenn es in unserer Familie etwas zu feiern gegeben hatte. Meine Großmutter in einem wippenden Cocktailkleid aus schwarzem, knisternden Taft, mein Großvater in einem gut geschnittenen silbergrauen Anzug. Ein attraktives Paar, das sich gegenseitig respektierte und abgöttisch liebte. Sie tanzten Wange an Wange und hatten nur Augen füreinander. Ihre Gefühle waren noch genauso stark wie am ersten Tag. Leider waren beide nun schon eine ganze Weile tot, aber durch diesen unerwarteten Fund hatte ich den Eindruck, direkt neben ihm zu stehen und ihn beim Tanzen zusehen zu können. So hatte ich mir immer die Liebe vorgestellt, bis ich von Julian vom Turmzimmer meines Märchenschlosses in die Tiefe gestoßen worden war.
Doch ich vertrieb die Geister der Vergangenheit und beschloss mir, den Song für meine Reise nach Föhr auf den MP3-Player zu laden. Dann hatte ich wenigstens ein bisschen das Gefühl, mit meiner Heimat verbunden zu sein. Außerdem war es Mitte Juni. Einstudiert, er ist nicht in ihrem Repertoire, sollte da eigentlich aufgenommen werden. So, also wir sind jetzt in dieser ganz romantischen Stimmung oder nostalgischen Stimmung auf dem Dachboden. Es dauerte eine Weile, bis ich mich durch Tims ausrangiertes Hab und Gut gewühlt und endlich gefunden hatte, wonach ich suchte. Der Koffer stand in der hintersten Ecke des Dachbodens. Als ich ihn herauszerrte, wirbelte ich mächtig Staub auf und musste niesen. Mit einmal gab der Boden etwas unter mir nach, und ein Dielenbrett knallte gegen mein rechtes Schienbein. Aua. Offenbar war ich auf ein loses Brett getreten. Ich bückte mich, weil ich glaubte, darunter so etwas wie eine Schachtel gesehen zu haben. Und tatsächlich, da lag ein wunderhübscher, mit bunten Vögeln verzierter Geschenkkarton versteckt. Sollte ich ihn mir näher ansehen oder mich lieber ins Zeug legen, damit ich endlich mit dem Packen fertig wurde? Doch natürlich gewann die Neugier Oberhand und ich zog den Karton heraus, der wie alles mit einer fein gräulichen Staubschicht bedeckt war. Vorsichtig öffnete ich den Deckel und entdeckte handgeschriebene Briefe, eingewickelt in dunkelrotes und dunkelblaues Satinband. Da ich nicht davon ausging, dass sie Tim gehörten, nahm ich den, der zuoberst lag, und begann im Schein der Taschenlampe zu lesen.